alle Fälle Wehmut, aber auch Stolz und viele schöne Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und auf der anderen Seite macht es einen auch traurig, weil dann auf einmal was weg ist. Gerade auch diese, sagen wir, diese Atmosphäre im Stadion, gerade jetzt auch gegen Cottbus zum Beispiel als bestes Beispiel und auch im Alfred-Kunze-Sportpark, einfach diese Momente, die werden fehlen. Aber natürlich ist es ein Stück weit Wehmut. Aber für mich ist es jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, ne, mit der Geburt meines Sohnes, unseres Sohnes. Und da beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt, auf den freue ich mich. Und ja, und da, es ist, muss man mal ehrlich, dass das Kind beim Namen, was wir als Spieler auch bei Chemie leisten, das ist schon Wahnsinn. Ne? Mit dem ganzen Training, am Wochenende Spiel, arbeiten, gehst früh aus dem Haus, kommst 8:30 nach Hause und das eigentlich tagtäglich. Und da bleibt halt auch vieles auf der Strecke. So, und wie es wahrscheinlich ist, wie es halt so sein sollte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Das Schicksal hat das irgendwie so entschieden. Und ja, und darauf freue ich mich jetzt. Und ja, blicke natürlich dann auch mit einem weinenden Auge auf die Zeit zurück. Klar. Boah, ich habe ja gegen Lok schon geweint so und hatte mir eigentlich vorgenommen gegen Cottbus. Nach dem Spiel, weil ich ja wusste, okay, dass danach sicherlich noch so die Mannschaft gefeiert wird und generell, ich wusste, okay, es wird mein letztes Punktspiel sein, mein letztes Regionalligaspiel, dass das schon emotional sein wird, aber hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht zu weinen und als mich dann die Fans dann nochmal davor geholt hatten und die Sprechchöre angebracht hatten, da kam es nochmal über mich und dann flossen die Tränen. Aber im Endeffekt war es ein wunderschönes Gefühl und es zeigt mir auch, dass ich auch einen Eindruck bei den Leuten schon hinterlassen habe, einen guten Eindruck, was sie mir auch gesagt haben. Und das macht mich stolz und ja, und was willst du im Endeffekt mehr? Also, ja, also ganz ehrlich, klar, ich hab schon auch Lust, ein bisschen zu peppeln und so. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht von jetzt auf gleich aufhören, aber ich will das wirklich jetzt in aller Ruhe auf mich zukommen lassen. Ich will jetzt erstmal die ganze Sache sacken lassen, diesen Abschluss beim Verein. Oder die ganze Karriere, einfach 18 Jahre auf dem Leistungsniveau, ich denke, das ist auch nicht selbstverständlich. Da gibt es, glaube ich, wenige, die das nachweisen können. Klar wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen, aber es ist halt wie im Leben, trifft man halt Entscheidungen, manchmal sind es die richtigen, manchmal sind es die falschen, man ist jung, man verhält sich vielleicht auch mal blöd und lernt dann einfach daraus. Ja, und das, aber in der Nachsicht betrachtet, bin ich auch stolz auf das, was ich erreicht habe. Ne? Wie gesagt, das können halt nicht viele von sich behaupten. Ja, und wie jetzt dann einfach die Sache dann einfach, wenn dann jetzt nach dem Pokalspiel Schluss ist, einfach mal kurz auch mal durchpusten. Einfach mal durchpusten und dann schauen, was kommt. Ne? Aber sicherlich habe ich schon noch Bock, auch mich zu bewegen. Ne? Ich mache das mein ganzes Leben. Aber nicht in dem Umfang, wie es jetzt war, weil das ist dann schon echt anstrengend, ne? Jetzt zum Schluss gewesen und gerade dann auch im Alter. Und na, dann versteckt man auch nicht mehr alles so leicht weg oder regeneriert nicht mehr so schnell. Ne? Und dann, ja. Ja, sicherlich ist es so, wo das dann auch so ein bisschen publik wurde, gerade jetzt auch nach dem Lokspiel. Eigentlich wusste das ja gar nicht so wusste ja keiner. Ne? Und klar, ich wusste es, die Beteiligten im Verein wussten das. Aber wir wollten es halt noch so ein bisschen warten mit der Verkündung. Und als mich dann halt Stefan nach dem Derby-Sieg da oder den Fans gesagt hat, dass ich auch mein letztes Spiel heute mache im Alfred-Kunze-Sportpark und mich da vorholt, ja, gut, dann macht das natürlich auch der Runde. Ne? Und da bin ich auch ehrlich, klar, haben schon zwei, drei angerufen und haben gefragt, ey, wie sieht's denn aus? Und kannst du dir vorstellen, wir brauchen einen erfahrenen Spieler. Und aber wie gesagt, ganz ehrlich, ich will das erstmal in Ruhe angehen lassen. Ich muss dann auch wirklich darauf Lust haben. Und ich brauche dann erstmal wirklich, einen Monat oder zwei Monate einfach mal, um durchzupusten. Ne? Ja, und dann, wenn man dann den Schritt nochmal geht, nicht in der Form, wie es jetzt ist, sondern man soll es halt auch einfach Spaß machen, und dann muss man das auch gerne machen und man muss halt die Motivation auch spüren und ja, aber sicherlich, klar, werde ich dann noch die Fußballschuhe noch mal irgendwo schnüren, so ein, zweimal der Woche und am Wochenende noch mal spielen und klar, weil so ganz ohne geht es, glaube ich, auch nicht. Wenn man das halt gerne macht, dann geht man ja auch gerne zum Training und gerade auch das, was ich auch vermissen werde, jetzt auch gerade bei uns, bei unseren Jungs, so dieses ganze, das Kabinenleben und so. Die Jungs zu treffen und da mal ein bisschen dummes Zeug zu labern und so, weißt du? Und ich glaube, dass, wenn das dann komplett weg ist, von jetzt auf gleich, da fehlt ja auch einfach was Soziales. Ist so, ne?
Und ja, und ich glaube, das ist dann auch was. Und dann brauche ich dann aber halt noch eine Mannschaft oder einen Verein oder eine Truppe, wo dann vielleicht auch ich ein, zwei, drei kenne, wo man sich dann einfach wohlfühlt und ja, gerne hingeht und danach halt noch ein Bierchen trinken nach dem Training und so. So eine Geschichte halt so. Ich glaube, das ist auch wichtig mal zu erwähnen, dass auch das, was die Spieler bei uns, bei Chemie, die letzten Jahre, auch mit Regionalliga-Fußball, die letzten 3 Jahre geleistet haben. Na, weil wir sind ja nicht nur Fußballspieler, wir sind ja auch private Menschen mit Familien und sonstigen Sachen, Arbeit und so. Und das alles unter einen Hut zu bringen, und da sind die Tage echt voll. Und das wird dann auch teilweise echt anstrengend. Aber macht es halt gerne, weil das halt Chemie ist für viele und die den Verein im Herzen tragen. Und wir das auch immer teilweise dann geschafft haben, die Jungs, die von woanders zu uns kamen, denen das zu vermitteln und die sich da eins zu eins eingereiht haben in das ganze Gefüge. Und ich glaube, das war auch ein großer, großer Grund, warum das jetzt so die letzten 3 Jahre so peu à peu einfach gewachsen ist, die ganze Geschichte. Ja, das habe ich ja auch den Verantwortlichen im Verein gesagt, dass der Verein mir brutal am Herzen liegt und ich gerne auch meine Erfahrungen, mein fußballerisches Verständnis, wie man Fußball spielt und meine menschlichen Aspekte, weil ich ja weiß, wie der Verein tickt und was da auch wichtig ist und dass ich das einfach auch gerne dem Verein ein Stück weit auch zurückgeben möchte und da Teil sein möchte in der Zukunft zu gegebener Zeit, um da mein Teil dazu beizutragen. Ja, genau, in was für einer Form auch immer. Ja, das ist auch so eine Sache, das muss man sich dann halt, da muss ich mich dann hinterfragen, ey, was möchtest du, was kannst du dir vorstellen? Aber das geht dann wahrscheinlich auch nur übers Probieren. Ja? Wie es halt im Leben so ist. Man muss Sachen einfach ausprobieren, um zu schauen, okay, macht denn das Spaß, liegt einem das, geht man darin auf, motiviert einen das, ne? In was für einer Form auch immer. Das habe ich mir jetzt gesagt, ich will mir da jetzt keine Zeitlinie setzen, sondern wie es kommt, so kommt es. Ne? So, dass du jetzt nicht den, weil ich habe jetzt 17, 18 Jahre, sagen wir mal, Profifußball gespielt oder leistungsorientierten Fußball und du hattest immer so, du musst ja. Klar, hast du damit dein Geld verdient, ne? Und du hast im Endeffekt immer nur von Jahr zu Jahr oder mal 2 Jahre, mal 3 Jahre immer so in Etappen dein Leben geplant, ne? So, und den Druck, den möchte ich mir ehrlich gesagt nicht, möchte ich mich nicht mehr aussetzen müssen, ne? Deswegen sage ich, wie es kommt, so kommt's, ne? Irgendwo geht eine Tür zu, da geht woanders eine Tür auf und dann schauen wir mal, was die Zukunft einfach bringt, ne? Also angefangen habe ich mit Fußball. Weil mich mein Papa, wir sind damals von Leipzig, 1900, jetzt muss ich kurz überlegen, 1993 von Leipzig nach Machen gezogen. Und mein Papa hat selber aktiv früher Fußball gespielt, für Frisch auf Wurzen damals. Ich glaube, das war dritte DDR-Liga oder zweite, weiß ich gerade gar nicht. Hatte sich dann aber relativ früh schwer verletzt und durchs Familienunternehmen hatte mein Opa dann krankheitliche Probleme und er wurde dann halt relativ jung ins kalte Wasser geschmissen und hat dann im Endeffekt mit Anfang 20 schon die Firma so geleitet. Ne? Und da war dann einfach dafür keine Zeit, aber er war immer Fußball besessen und das. Und hat mich dann einfach nach Machern gesagt, hier, komm, wir gehen mal gucken, ob dir das Spaß macht. So. Dann sind wir auf Machern, auf den Dorfplatz gegangen. So. Und da, früher war das, glaube ich, auch alles anders. Die Jugendmannschaften, also in meiner Erinnerung, ich war halt ganz klein und habe da mit ganz Großen trainiert. Also, war ganz komisch, da gab es irgendwie diese Jugendstaffelung gar nicht. Ja, und es hat mir aber Spaß gemacht, ja, mich sportlich zu bewegen. Ich war immer schon ein sportliches Kind, habe mich gerne bewegt. Ja, und so fing das an beim SV Machern 90, neben der Grundschule auf dem Sportplatz. Ja. Ich bin dann ja habe angefangen in der E-Jugend zu spielen beim SV Machern und dann im D-Jugendalter, also 2 Jahre später, wurde durch einen ehemaligen Spielerkollegen, mit dem ich damals zusammen gespielt hatte, der Papa hatte früher bei Lok Leipzig im Tor gestanden und hatte dann halt noch Connection zum VfB Leipzig damals und hat gesagt, hier die zwei Jungs, die sind talentiert, guckt euch die mal an. Das war der Uwe Posch. Ja. Genau. Und sein Sohn, der Alexander, mit dem habe ich in Machern zusammen gespielt. Und dann haben sie uns auch zum Probetraining, und hat damals noch der VfB Zweitliga gespielt, VfB Leipzig, zum Probetraining eingeladen. Und das war für uns natürlich so, wir Jungs vom Dorf so, sind dorthin gekommen, wurden erstmal eingekleidet mit, ich glaube, das war damals Reebok-Anzüge, ne, wurden da eingekleidet. Und dann erstes Training, Uli Zempel Trainer, damals D-Jugend, haben heute noch Kontakt. Kommt da in diese Halle und dann, das waren auch damals schon ganz andere Trainingsmethoden, auch in dem Alter schon. Wir sind da
wusste erstmal gar nicht, wo hinten und vorne ist. Ne? Also auch von der Qualität her, es war doch was anderes. Klar, wir konnten ein bisschen, aber es war qualitativ doch nochmal ein Sprung. So, und der hat uns in uns aber was gesehen und hat gesagt, ey, wir holen euch. So ging das dann los. Da bin ich 1997 zum VfB in der Jugend gewechselt. Ja. Und habe dann eigentlich die komplette Nachwuchsabteilung von VfB Leipzig durchlaufen, wovon ich heute noch profitiere, weil das war damals echt schon zu der Zeit so das Nonplusultra, auch von der Nachwuchsausbildung, auch fußballerisch, technisch, taktisch, in Ostdeutschland. Ja, und ich glaube, auch wenn man das mal so rückblickend betrachtet oder so, der sich da auch ein bisschen mit auskennt, so die Spieler gerade so in meinem Jahrgang, noch ein Jahr älter, noch ein Jahr jünger, so 85, 86, 87er, wie viele gute Fußballer da im Endeffekt rausgekommen sind, ne, aus der Zeit. Zum Beispiel der René Adler, zum Beispiel, ne, der Niki Adler, Maximilian Watzka, zum Beispiel, oh, gibt so viele, die damals noch bei Sachsen gespielt haben, Köckeritz, Sven Werner. Oh, kann ich etliche aufzählen. Das war schon eine coole Zeit. Und dann kam die Insolvenz vom Verein und dann sind wir natürlich, weil wir wollten leistungsorientierten Fußball spielen und das hat uns damals der FC Sachsen ermöglicht und dann sind wir halt alle rübergegangen. Und jetzt kam eine E-Mail. Jetzt hast du es schon besser, ne? Die Situation war eigentlich so, wir haben damals mit dem VfB A-Jugend Bundesliga gespielt und dann kam ja, wie gesagt, die Insolvenz vom Verein, vom VfB und mit der Neugründung dann von Lok Leipzig und dann ist so irgendwie schon durchgedrungen, dass so ein paar Spieler halt rübergehen, so FC Sachsen. Und dann waren auf einmal, kann ich mich das weiß ich noch, wie, als wäre es heute gewesen, da hatten wir Punktspiel A-Jugend-Bundesliga zu Hause gegen Hansa Rostock. Und die hatten damals eine echt gute Nachwuchsabteilung, die waren echt gute Jungs. Und es stand halt schon fest, dass wir automatisch auch absteigen werden aufgrund der Insolvenz und haben 3-0 verloren. Und da waren auf einmal so 50 Lokfans da. Die waren aber die Spiele zuvor, da war keiner da. Da hat man zugeguckt oder so. Und haben uns dort aufs Übelste beschimpft. Und da gab es dann so ein bisschen noch Handgemenge und wir wurden bespuckt und so eine Sachen. Und kam dann bei uns halt so ein Umdenken. Und deswegen unterscheiden auch die Spieler, die damals rübergegangen sind, die unterscheiden zwischen VfB und Lok Leipzig. Sind für uns zwei unterschiedliche Vereine. Ja. Ja, und deswegen waren wir auch heilfroh. Klar, wir wussten nicht, ey, wie wir haben aufgenommen. Ne, bei Grün-Weiß damals. Ne, wir wurden brutal gut aufgenommen und herzlich. Und deswegen ich glaube, da kannst du viele fragen, sind wir brutal dankbar dafür gewesen, dass der Verein uns aufnimmt. Ne. Ja, und wie gesagt, heute ist es Herz Grün-Weiß. Ja, das war das erste Jahr. Ich konnte ja in der A-Jugend spielen, wie einige auch meiner Wegbegleiter. Und damals war Trainer bei der ersten Wolfgang Frank. Wurde dann neuer Trainer und der hat Maximilian Watzka und mich zur Vorbereitung mit eingeladen. So, weil er irgendwie gehört hat, ey, das sind zwei talentierte Jungs und hat uns eingeladen. So, haben dann die komplette Vorbereitung, das war natürlich auch was, ne? Als 18-Jähriger so, und da hattest du auch Mitspieler, das war ja irre, die Bundesliga gespielt haben, zweite Liga, teilweise auch Champions League und bist mit solchen großen Augen, das war Wahnsinn. Ja, dann haben wir die komplette Vorbereitung mitgemacht. Da kann ich mich auch noch erinnern, da war so ein Turnier im Zentralstadion damals mit Roter Stern Belgrad, FC Brügge und Werder Bremen, glaube ich. Genau. Das war ja Wahnsinn. Da war ja damals Werder Bremen deutscher Meister gewesen, frisch deutscher Meister. Mit Johann Miku, Klose, Borowski. So, und gegen die hast du dann auf einmal gespielt. Ne? Wurde so reingewechselt und boah, dann in dem riesen Stadion. Und das war natürlich eine Zeit, das war Wahnsinn. Ja, wie gesagt, wir haben uns gut angestellt und waren dann eigentlich noch als A-Jugendliche bei der ersten mit dabei und haben dann auch ein paar Spiele gemacht, auch von Anfang an mal eingewechselt. Ja, und so ging das los. Wie gesagt, noch als A-Jugendlicher sollte ich dann auch in der Halbserie runter, wieder oder musste dann in der A-Jugend wieder mit runter, weil da ging es dann um den Aufstieg in die Bundesliga. Damals war ich ja noch Stürmer und da habe ich halt dort mit ausgeholfen, hat so auch coole Spiele, halt Derbys, so eine Regionalliga A-Jugend, da war das damals mit Chemnitz, Magdeburg, Jena und so eine Geschichten. Und habe dann, glaube ich, in bis zu 17 Spielen 15 Tore geschossen und sind dann aber in die Relegation gekommen, weil wir nur Zweiter wurden und haben dann gegen Hannover Langenhagen gespielt in der Relegation. Und das war ja auch das Hinspiel dort. Da waren da, glaube ich, auch 500 Chemiker mit grün-weiße Fans und haben dort 2-2 gespielt. Und dann das Rückspiel im Alfred-Kunze-Sportpark, da waren, glaube ich, auch 2.500 im Stadion. Verlängerung, 119. Minute, Kai Hempel köpften ein. Das sind auch so Erlebnisse, die wird man nie vergessen.
Ja, und dann, wie gesagt, dann das zweite Jahr, dann hatten sie irgendwann Wolfgang Frank entlassen, dann wurde Hans-Jörg Leitz Trainer und der hat mich brutal gefördert. Und dem habe ich auch echt oft gespielt, auch von Anfang an. Und auch der Erfolg war halt, wie das so ist, nicht da. Und dann kam der Eduard Geier. Ja, und rückblickend bedacht, klar, da habe ich dann nicht mehr so oft gespielt, aus Gründen, keine Ahnung, aber ich war auch jung, ich war wahrscheinlich auch manchmal einfach eingeschnappt und ja, ist halt so, ne? Ja, und deswegen habe ich dann eine neue Herausforderung gesucht, einfach nach 3 Jahren dann, da war ich 21, genau. Der Verein wollte zwar verlängern mit mir, aber ich habe gesagt, nee, ich hatte das Gefühl, dass zu der Zeit die Lage mich fußballerisch nicht weiterbringt. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich suche eine neue Herausforderung und bin damals zu Dynamo Dresden gewechselt. Dritte Liga. Ja, und da fing es auch relativ gut an. So, da war damals Trainer Norbert Meyer. 13 Spiele von Anfang an gemacht. Naja, da blieb der Erfolg auch aus, weil das war damals die Saison. Da war die dritte Liga noch zweigleisig. Und das war aber die Saison, wo du unter die ersten 10 musstest, um dich für die neue eingleisige dritte Liga zu qualifizieren. Und da waren wir dann irgendwann 12. oder 11. und der hatte sich auch mit dem Vorstand verkracht und so. Dann haben sie ihn rausgeschmissen. Ja, und dann war Montagstraining angesetzt. Ich war gerade auf dem Weg auf der Autobahn von Leipzig nach Dresden und da kam gerade Eilmeldung im Radio, RSA oder was das war, keine Ahnung, neuer Trainer Dynamo Dresden, Eduard Geier. So, naja, und so ging das dann halt weiter und dann bin ich halt relativ schnell im Winter dann gleich wieder gewechselt, im Trainingslager in der Türkei. Zu Chemnitz. Also praktisch Hotel gewechselt einfach nur. Und war insgesamt 21 Tage in der Türkei im Trainingslager und davon lag ich 11 Tage flach mit Magen-Darm. Ja, das war Wahnsinn. Also, aber gut. Aber das sind halt dann Geschichten, da kannst du heute davon erzählen und lachst drüber. Und, ne? Ja, in Chemnitz war ich dann 2,5 Jahre. Das war, muss ich sagen, so rein sportlich auch. Einiges von den Statistiken her. So mit meiner beste Zeit, da habe ich auch noch offensiv gespielt und hatte dann in der einen Saison, ich glaube, weiß ich nicht, 13 Tore, 16 Vorlagen, hatte dann auch Angebote von woanders, also hatte damals einen Spielerberater und der hat gesagt, du hast Angebote und das war auch so, aber du weißt ja dann auch, bist ja jung und vertraust dann und weißt aber nicht, was da so im Hintergrund läuft und bist dann irgendwann in Urlaub gefahren, hattest aber noch keinen Verein, wurdest schon von Chemnitz verabschiedet. Ja, dann wirst du natürlich unruhig, ey, was passiert denn jetzt hier? Und du hast mir erzählt, hier kann dort und dort und dort und dort hingehen und aber es passiert nichts. So. Naja, und dann im Endeffekt hab ich dann auch selber nochmal in Gerd Schelich angerufen, habe gesagt, hier, ich würde doch gerne in Chemnitz bleiben. Na, klar, weil du auch jung bist, du hast ja auch nicht diese Erfahrung, weil du hast jetzt auch nicht so viel Geld verdient, dass du jetzt sagen kannst, du machst jetzt mal hier, kannst abwarten. Ne? Es geht ja auch ein bisschen um deine, ja. Das ist halt dein Lebensunterhalt, den du damit verdienst, ne? Um deine Rechnungen zu bezahlen. Ne? So, und dann wirst du halt ein bisschen unruhig. Und dann ja, haben die der Verein gesagt, Gerd Schädlich, mach mal. Ja, und dann war ich nochmal ein Jahr in Chemnitz. Hab dann aber ehrlicherweise auch sportlich nicht so funktioniert. War halt irgendwie so eine Phase, da lief es dann nicht mehr so. Ja, und dann wurde der Vertrag auch nicht verlängert und dann bin ich nach Halle gegangen. Ja, das war auch ganz witzig. Also, wo ich dann in Chemnitz weg war, hatte ich auch erstmal keinen Verein so. Und da habe ich mich damals, gab es noch Sachsen-Leipzig. Genau, das war die Oberliga-Saison vor der Insolvenz, vor der zweiten. Da war Präsident Matscher Weiß und Felix Weiß ist ein Kumpel von mir, mit dem bin ich in die Schule gegangen, Fußball gespielt. So. Und der hat gesagt, komm hier, kannst wenigstens bei uns fit halten und so, aber eigentlich auch mit dem Auge. So, ne? Genau. So, aber ich hatte schon noch Ambitionen einfach, ne? Und habe mich dann aber fit gehalten, ich glaube 2 Wochen oder so, da war Trainer Köhler. Ja, stimmt. Köhler Ach so, in Halle. in Halle. Ja, Und so. Heine bei Sachsen. Und der hat einen relativ guten Draht zu Köhler. Und er hat gesagt, hier, ich habe da jemanden, eigentlich würde man gerne selber, aber nee, das wird nichts. Der muss noch ein bisschen, hat noch Potenzial. Ja, und der hat mich dann im Endeffekt dann bei Halle beim Sven Köhler empfohlen und dann bin ich zu Halle gegangen. Ja. In Halle war ich 2 Jahre dann. Lief es anfangs, das erste Jahr, sehr gut. Stammspieler gewesen, ja, auch relativ erfolgreich. Mit einem Pokalsieg. Ja. Viele Spiele gemacht, viele Tore geschossen, zentrales Mittelfeld gespielt. Ja, und der Verein, der war damals auch noch so in der Neufindungsphase wieder. Ne.
und haben relativ gut abgeschnitten. Und dadurch hat dann natürlich der Verein auch ein bisschen wieder geschnuppert und hat dann das Jahr drauf halt auch ein bisschen investiert. Und dann kamen halt dann Spieler auf meiner Position, ne, die dann, ob es nur wirklich an der Leistung lag oder nicht, das ist immer so in der Nachbetrachtung immer schwer zu sagen, aber manchmal kommt es auch ein bisschen auf eine Vita an, ne, wie das halt so ist. Ja, und dann war ich auf einmal wieder so also das zweite Rad am Wagen, ne, so ein bisschen hinten dran. Und das ist auch eine Sache, die habe ich jetzt auch erst im Alter gelernt, dass ich mich damals zu der Zeit, oh, so bis von Anfang 20 bis so Mitte 20, echt so von sowas so, wie soll ich sagen, leiden hab lassen und relativ schnell auch so eingeschnappt war. Ich habe das immer so persönlich genommen alles, ne? Und das hat sich natürlich auch auf den Platz übertragen. Ne? Rückblickend betrachtet war das einfach ein Fehler. Ne? Aber das ist halt Sachen im Leben, die muss man halt, die Erfahrung muss man sammeln und einfach daraus zu lernen. Ne? Genau, und dann bin ich ja, nach Magdeburg gewechselt. Riesenskandal. Also wirklich, wirklich. Also für mich jetzt persönlich nicht. Weil das war damals die Saison, da ist Magdeburg zuvor, da ist keiner aus der Regionalliga abgestiegen, weil sie die neu formiert hatten. Und die sind aber sang- und klanglos Letzter geworden. Der erste FC Magdeburg, das war auch das Jahr, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, bei TV Total, wo hier Stefan Rath so einen Nippel hatte, mit diesen Pfeilen hinterm Tor in Magdeburg, hier rein müsst ihr schießen. Kennst du nicht? Ja, genau, das war das Jahr. Und das Jahr darauf haben die sich halt komplett neu umstrukturiert. Da wurde dann Andreas Petersen Trainer und der hatte mich dann halt nach Magdeburg geholt. Hatte dann auch Zweijahresvertrag, habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, da war ich dann 27, ey, jetzt bist du 27, also ganz nach oben wirst du es nicht mehr schaffen. Ne? Und hatte dann auch schon vorher immer mal den Carsten Oswald Kontakt, der war damals Co-Trainer in Meuselwitz und hatte mir das auch mal immer schmackhaft gemacht, so das ganze Konzept so. Aber ich wollte, habe gesagt, ja, aber ich will noch mal probieren und so. Ja, und dann bin ich auch mit 27 wirklich zu dem Entschluss gekommen, hey, das ist, du musst jetzt auch was nebenbei machen. Ne? Auch an später denken, eine berufliche Zukunft. Ne, und da habe ich halt mit Andreas Petersen gesprochen. Ja, hier, Trainer, so sieht es aus. Ich weiß, ich habe noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe eine andere Vorstellung. Ich will was nebenbei machen für die Zukunft und habt ihr jetzt da eine Möglichkeit, wie sieht es aus, wie können wir das lösen? Ne, und da ist er mir auch sehr entgegengekommen und bin ich heute auch noch für dankbar. Und den habe ich dann auch das zweite Mal nochmal gesehen in Halberstadt. Ja, und dann habe ich damals dieses Angebot sozusagen von Meuselwitz angenommen, habe dort 3 Jahre Regionalliga-Fußball spielen dürfen, ne, und nebenbei meine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann. Ja, und bin darüber sehr glücklich. Klar war es eine schwere Zeit mit 27, sich dann nochmal auf die Schulbank zu setzen in der Berufsschule. Und es war auch nicht einfach so das erste Jahr, da, puh, ne, wenn man zuvor nur Fußball gespielt hat und mal Nachmittagstraining schön ausschlafen und da. Ja, wenn man es wirklich so beschreiben möchte, so ins, weil das ist ja alles, so also dieses ganze Fußball, Profifußball, das ist ja im Endeffekt eine Blase, das ist ja nicht das richtige Leben. Ne? So, weil die Leute, die das jetzt machen, Profifußball spielen und damit auch, umso höher es geht, auch richtig gut Geld verdienen, das sind aber ganz, ganz wenige und das ist nicht das echte Leben. Ne? Weil ein Großteil der Bevölkerung, der muss halt hart arbeiten für sein Wasser und Brot. Ne? Und ja, und das, wenn man jung ist und dann nur Sport macht und damit auch nicht jetzt übermäßig viel Geld verdienen, aber für einen jungen Menschen gutes Geld verdient, dann macht das auch mit einem was, ne? Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ey, okay, klar, dann wurde das Geld ein bisschen weniger, war alles noch ausreichend, so, man kam gut über die Runden, aber es war nicht mehr so wie davor, ne? Und ja, dann fängst du einfach da schon an, auch mal anders drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich auch wirklich wichtig im Leben und ne? Worauf kommt es an? So eine Geschichte. Aber das sind halt Sachen, umso älter du wirst, umso mehr Erfahrung du gesammelt hast. Und ja, ne, ich komme ja aus einem sehr guten Elternhaus und dem möchte ich auch nochmal Danke sagen, weil ohne meine Eltern, ohne meine Familie wäre das auch nicht möglich gewesen, einfach so. Weil was sie damals auf sich genommen haben, um mich zum Training zu fahren, jeden Tag, in die Schule zu fahren nach Leipzig, früh aufzustehen, zu warten nach dem Training abends spät, ne? Zu jedem Spiel mitzufahren, weil sie es gerne gemacht haben, na klar, aber trotzdem, das sind halt alles so, das macht halt auch nicht jeder. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass da halt auch die Familie einfach dahinter steht und da bin ich auch echt brutal dankbar dafür, dass sie das getan hat und weiß das auch brutal wertzuschätzen. Weil ich halt gemerkt habe, hey, bist jetzt 27, klar hast du auf dem Niveau jetzt gespielt, auch relativ gut und so, aber du wirst jetzt halt nicht mehr ganz nach oben schaffen, ne? Was du dir eigentlich mit 18, 19 so ausgemalt hast, ne?
muss man auch mal so ehrlich sein. Und dass es dann halt auch eine Zeit nach dem Fußball gibt. So, und du jetzt nicht so viel Geld verdient hast, dass du sagen kannst, ey, das juckt mich jetzt nicht, ne? So, was danach ist, so, oder ich muss mir keine Gedanken machen, um wie ich meine Rechnung bezahle oder so, ne? Aber das musste ich halt, und ja. Und deswegen war das so für mich der Zeitpunkt, der Schritt, so, den Schritt jetzt zu gehen und das zu machen. Und das war im Nachgang betrachtet die absolut richtige Entscheidung. Ne? Aber es war auch schwer, sich selbst das einzugestehen. Ne? So, das ist halt nicht mehr, das jetzt, es geht nicht mehr weiter nach oben. Jetzt ist so, das ist jetzt die Stufe, weiter geht's nicht. Ne? Und sich das einzugestehen, das war auch nicht einfach. Ja, na klar, ich bin generell ein Mensch, der viel auch nachdenkt, auch um so was passiert so, und im Umfeld und auch viel, was gesagt wird, aufnimmt und darüber nachdenkt. Und klar, da liege ich auch heute noch manchmal nachts wach oder schlafe schlecht ein, weil ich mir so Gedanken mache über den Tag, was passiert ist, was einem vielleicht auch so über die Leber gelaufen ist. Oder Geschichten halt, wahrscheinlich viele Menschen, ne? Ist auch ganz normal. Oder gerade auch vor wichtigen Spielen, wenn du dann im Bett liegst und so eine Anspannung hast und darüber nachdenkst, oh, wie könnte das morgen ablaufen und so. Und, ne? Klar, das sind alles Menschen. Ich bin auch nur bloß ein Mensch. Ne? Mache mir meine Gedanken. Aber das ist, glaube ich, das hat auch was mit dem Menschen an sich zu tun, mit dem Charakter. Ne? Da kannst du noch so alt sein und so viele Erfahrungen gesammelt haben. Das ist, wenn du als Mensch halt ein sehr, sagen wir mal, sensibler Typ bist, nach außen für viele. Manchmal, das weiß ich auch, manchmal wirklich so für fremde Leute ein bisschen unterkühlt und so, aber das hat nichts jetzt damit zu tun, sondern weil ich so bin, sondern das ist erstmal so ein bisschen eine Schutzhaltung. Ne? Erstmal abtesten, okay, mit dem kommst du klar. Aber an sich bin ich ein sehr sensibler Mensch und so, sehr sozial, möchte ich es mal beschreiben. Will immer mit jedem eigentlich gut auskommen und meide immer eigentlich auch Streit und so. Ja, und klar bin ich auch noch aufgeregt vor Spielen, natürlich. Ne? Egal vor welchem Spiel, egal wie der Gegner heißt, du bist trotzdem angespannt. Ne? Und hast du immer noch den Leistungsgedanken auch zu performen und eine gute Leistung zu bringen. Ne? Und da kannst du noch so alt sein. Ich glaube, das werden auch viele erzählen, die Profisport machen. Da kannst du noch so alt sein, wie du willst. Ne? Darüber habe ich mir auch viel Gedanken gemacht, woran es denn vielleicht gelegen hat. Und das sind halt viele Bausteine, die dafür sorgen, dass aus einem jungen Fußballer sagen wir mal, ein Spieler wird, der es halt wirklich nach ganz nach oben schafft. Und da rede ich jetzt wirklich von Bundesliga. Ne? Und das sind halt ganz, ganz wenige. Und es gibt aber ganz, ganz viele gute Fußballer, junge Fußballer. Ne? Das ist ja das Problem. Und klar, es ist auch eine Sache von, wenn man sich zu viel Gedanken macht über Sachen, so. Dass einem das schon manchmal vielleicht auch ein bisschen im Weg steht, weil man dann gehemmt ist. Ne? Aber es ist nichts Schlechtes. Das ist absolut, also meiner Meinung nach ist es überhaupt nichts Schlechtes, weil ich glaube, es ist was Gutes, wenn sich Menschen viel Gedanken über, nicht nur über sich machen, auch über andere Sachen. Ne? Genau, und deswegen, klar, hat es vielleicht teilweise im Weg gestanden, aber es ist nicht so Sache, dass ich da jetzt sage, boah, hättest du das mal nicht so gemacht, hättest du mal nicht so viel nachgedacht oder wärst du mal vielleicht ein bisschen, hättest du mal nur an dich gedacht oder so eine Geschichte halt. So ist es nicht. Ja, es ist im Endeffekt, das ist halt auch bloß Geld, klar. Das braucht man heutzutage, um sich gewisse Sachen auch leisten zu können. Aber es ist halt nicht alles. Ja, es ist wirklich so, es ist nicht alles. Hauptsache man ist gesund, man hat ein cooles Umfeld, in dem man gerne Zeit verbringt. Ja. Abends was Warmes zu essen. Naja, es ist so. Genau, da hat er mich dann damals, da ist das Jahr zuvor Halberstadt aus der Regionalliga abgestiegen. In dem Jahr, in meinem letzten Jahr Meuselwitz, ist Halberstadt aus der Regionalliga abgestiegen in der Oberliga. Und mein Vertrag ist ausgelaufen in Meuselwitz und da gab es auch so eine Geschichte mit dem damaligen Trainer und wurde dann halt nicht verlängert. Und da hat er mich, wurde dann Andreas Petersen, der Trainer, zum zweiten Mal, und hat er mich angerufen. Er hat gesagt: Hier, Bolle, wie sieht's denn aus? Wir wollen direkt wieder hoch. Ich brauche einen erfahrenen Spieler, einen Leader. So. Da habe ich gedacht, Oberliga, weiß ich nicht, müsste ich das antun. Und dann hat er gesagt, ey, komm einfach mal her, ich zeig dir mal alles. So, dann quatsch mal einfach mal. Ich so, ja, okay. Hast ja nichts zu verlieren, kannst du dir mal anschauen. Da bin ich ja hingefahren. Und da war ich echt positiv überrascht, weil man kann da halt Halberstadt immer nur so als Gastspieler so. Da ist man halt mit dem Bus angekommen, ab in die Kabine, raus auf den Platz.
Aber die haben halt dort echt brutal coole Bedingungen. Ne? Das ist mit den ganzen, das ganze Trainingsplätze, zwei Rasenplätze, wo der Rasenroboter drüber fährt, ein Kunstrasenplatz. Dann gegenüber so wie die Sachsentherme, sage ich jetzt mal, was wir Spieler alles kostenlos nutzen durften. Dann eine riesen Tennishalle mit Fitnesscenter, das konnten wir auch alles kostenlos nutzen. Also die Bedingungen dort waren brutal. Ne? Und hatten dann auch eine Mannschaft, hat er mich dann so involviert, was wir vorhaben, hatten dann auch eine Mannschaft geformt, mit der es auch echt absolut möglich war, dann auch direkt mit aufzusteigen. Und er hatte mir gesagt, ich will dich als Kapitän. Und das war für mich so ein Ding, so eine Wertschätzung. Ne? So, da ging auf einmal so, da habe ich so dafür gebrannt. Ne? Genau, dann habe ich das gemacht und war 3 Jahre dort. Ne? Und leider in dem ersten Oberliga-Jahr, das war ja auch mit Chemie, ist ja Chemie direkt aufgestiegen, also direkten Durchmarsch. Ich glaube, wir haben dann beide, waren punktgleich am Ende mit 72 Punkten oder 73, aber Chemie hat das bessere Torverhältnis und wir mussten dann in der Relegation gegen Radenow. Genau. Und sind dann auch aufgestiegen wieder. Genau. Ja. War dann 3 Jahre dort in der Halberstadt, war echt eine coole Zeit, eine familiäre Zeit. Es ist so viele coole Menschen getroffen. Es war eine junge Mannschaft und da ging ich dann auch so das erste Mal darin auf, mit der Aufgabe als Kapitän, so die jungen Spieler auch so ein bisschen zu führen, denen auch jetzt so, jetzt nicht nur was Fußball betrifft, auch so meine Erfahrung mal weiterzugeben, so wie ich, so welche Fehler ich vielleicht gemacht habe und wo ich sehe, ey, das kann man vielleicht besser machen oder anders oder ja. War eine coole Zeit, aber dann nach 3 Jahren, da war ich dann 32, wollte ich halt zurück nach Hause, zurück nach Leipzig, ne, der Heimat. Und habe dann halt die Möglichkeit bekommen, wieder einen grünen Mais zu spielen, jetzt sitzen wir hier. Ja, also wie das im Endeffekt so richtig dann losging, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß bloß, also der Erik Bader, der Chef, also Mitgeschäftsführer von Eleven Team Sports Leipzig, meinem jetzigen Arbeitgeber, mit dem bin ich ja befreundet und wir haben auch viel zusammen gemacht davor schon und der hat schon immer gesagt, Mensch, willst du nicht mal noch zur Chemie? Und so. Kannst du bei mir arbeiten? So, ja, muss der Verein bloß mal kommen und so. Es ist halt nie so richtig was passiert und dann irgendwann bin ich mal auf Erik zu, habe gesagt, hier Erik, wie sieht's denn aus? Ich will zurück nach Leipzig. Du hast doch damals erzählt, ich kann bei dir anfangen und versuchst da was zu regeln und so. Also ja, ich probiere es mal. Und der hat dann halt mit Andi Müller gesprochen und dann rief Andi Müller mich an. Dann haben wir uns auch zeitnah was ausgemacht. Dann haben wir uns dann in Eutritz in so einem kleinen Café getroffen, hatten ein cooles Gespräch. Ja, und so ging das los. 3 echt schöne Jahre auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht wegen diesem Pandemieproblem. Ne? Weil man da ja im Endeffekt, sage ich jetzt mal, fast ein Jahr nicht gespielt hat. Ne? Aber trotzdem, trotz allem, auch dieser schweren Zeit jetzt, und ich denke mal, oder ich hoffe, dass sich das halt jetzt so mittlerweile so ein bisschen einpegelt, dass uns das nicht so in der Form wieder eilen wird, wie es war. War es eine coole Zeit, so auch relativ. So das erste Jahr bis zu Pandemiebeginn, ich glaube noch 21 Spielen oder 22 Spielen. Klar hatten wir dann auch ein bisschen davon profitiert, wir standen da halt gerade überm Strich. Ne? Aber das erste Jahr, das war schon, da hat uns ein Stück weit auch so die fußballerische Qualität gefehlt, aber wir haben es halt viel mit Herz weggemacht und gekämpft und haben dann halt auch die Punkte gesammelt. Und dann das Jahr darauf hat man schon gemerkt, jetzt kamen dann so ein paar Neuzugänge, es wurde halt immer so peu à peu à peu, dann kam wieder. Ich glaube, das waren wir dann Dritter oder so. Oder dann kam die Pandemie wieder, die zweite Welle, wurde wieder abgebrochen, aber als Dritter. So Dritter also. Jetzt sind wir im dritten Jahr und ich glaube, die Saison, die wir jetzt bis jetzt gespielt haben, also das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ein bisschen aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, ja, wenn man sieht, FC Sachsen Leipzig und vielleicht jetzt nicht von jetzt auf gleich, auch wenn es jetzt gut läuft, dann zu viel zu wollen mit aller Macht. Na? Und ein Stück weit auch einfach Spieler oder ja, ehemalige Spieler oder Menschen, die ein Herz haben oder wo das Herz einfach grün-weiß schlägt und die da auch echt Bock drauf haben, einfach auch ein Stück weit im Verein zu integrieren und auch das fußballerische Fachverständnis haben und auch so ein bisschen was erlebt haben und da auch ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, einfach da im Verein zu integrieren und da einfach den Spielern oder Jugendlichen einfach auch so ein bisschen was zu vermitteln, was auch Chemie Leipzig bedeutet und auf der anderen Seite aber auch die Jungs einfach fußballerisch voranbringen. Ja.
Klar, die ganze Nachwuchsarbeit, das ist, steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man jetzt mal wirklich nüchtern betrachtet, was da eigentlich so die letzten 3 Jahre auch vielleicht aus der A-Jugend hochgekommen ist an Spielern. Mit Tom Gründling, einer vielleicht. Ne? Aber eigentlich muss da jedes Jahr, müssen da 2, 3 hochkommen, mittrainieren, wo du sagst, boah, die sind gut. Ne? So, und das und das. Und da, ich glaube, da muss der Verein irgendwann hin. Weil, sagen wir so, die letzten Jahre war es ja so, dass die Spieler, die da waren, gespielt haben, weil sie hier ein grün-weißes Herz haben. Ne? Und da vielleicht auch woanders hätten spielen können, für eine Mark mehr, sage ich jetzt mal, aber haben es nicht gemacht, weil es halt der Verein ist. Ne? Und das sind aber halt alle Spieler so vom älteren Schlag, die auch einen Bezug haben dazu, die von hier kommen und so, und die sind aber irgendwann nicht mehr da. Ne? So, und wenn du jetzt aber trotzdem so dieses Erfolgslevel hältst und vielleicht noch mal einen Step machen willst irgendwann, dann musst du dann halt auch anfangen, von woanders Spieler zu holen, junge Spieler mit Qualität, die kosten aber ein bisschen Geld. Ne? Und das ist die Sache, wo ich glaube, der Verein dann in den nächsten Jahren vor einer riesen Herausforderung steht. Einfach auch so dieses Gefühl, den neuen Generationen zu vermitteln, was es bedeutet, in Grün-Weiß zu spielen, in dem grün-weißen Trikot. Ich glaube generell auch jetzt die Spieler, die wir dazu bekommen haben, auch jetzt von woanders, so, da hast du schon gemerkt, am Anfang sind sie zu uns gekommen, da konnten sie sich noch nicht so richtig damit identifizieren, aber das hat uns halt auch als Mannschaft stark gemacht, dass so der harte Kern, sage ich jetzt mal, den so ein bisschen den Kopf wäscht, ne? Sage ich jetzt mal so auf gut Deutsch, jetzt auch nicht auf eine böse Art und Weise und so, aber einfach, um denen zu erklären, okay, so und so läuft es hier. Ne? Und da kommt es sich darauf an, dass du hier 3 Übersteiger machst und eine BHG Spitze. Du musst halt erstmal Gras fressen und ne, kämpfen und das Tor verteidigen und rennen, dich überall reinschmeißen. So, und alles andere kommt von alleine. Ja, Und wer macht das in Zukunft? da ist mir nicht Angst und Bange. Ich denke, wenn man einen Bu sieht, einen Schmitter, ne, Benjamin Bellot, ja, das sind dann so die nächste Generation von gestandenen Spielern. Die dann einfach jetzt vorweggehen müssen und den Jungs das weiterhin vermitteln müssen. Oder nicht zu vergessen, Philipp Wendt zum Beispiel, der jetzt auch schon lange dabei ist. Jetzt nochmal 2 Jahre verlängert. Der auch das grün-weiße Herz in sich trägt. Ne? Und dafür lebt. Manuel Weyer. Ne? So. Und die sind jetzt halt dann in der Verantwortung, was sie bisher jetzt auch schon machen, ne? Einfach das dann halt so weiterzuführen, ne? Und das dann zu vermitteln. Mal gucken, ob ich die Jahreszahlen zusammenbekomme. Also 2004 Sachsen-Leipzig gegen Chemnitzer FC mit Sachsen-Leipzig im Zentralstadion. Verlängerung gewonnen. 2-1, 2-1, 2-1. Dann der nächste, 2008, Chemnitzer FC, das erste Mal gegen Sachsen-Leipzig, glaube ich, zu Hause an der Gellertstraße, 1-0. Der zweite auch, Chemnitzer FC, war das dann schon, ja, das war, muss dann auch 2009 gewesen sein. Genau, das ist sozusagen dann der dritte Pokalsieg, Sachsen-Pokal. Dann zweimal im HFC, Sachsen-Anhalt-Pokal, und einmal mit Magdeburg, Sachsen-Anhalt-Pokal. Ja. Das sind 6 Mal in Summe. Ja. Ja, Nachwuchs, aber ich sag mal so, im Männerbereich ist dann doch schon mal was anderes, wenn dann auch so volle Hütte im Zentralstadion, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren. Ja, irgend sowas. Ne? Und dann ja, wirst du dann da eingewechselt beim Stand von 1-1, glaube ich. Und dann schießt da der Schwest da, kurz vor Schluss ist 2-1 und Abpfiff, und dann bricht eine riesen Euphorie aus und alle rennen auf den Platz und der Trainer wird hochgeschmissen. Und ich glaube, in der Situation, man ist dann irgendwie so mittendrin, man kann das gar nicht so richtig genießen, gerade wenn man jung ist. Ne? Im Alter ist das schon mal ein anderes Teil, da weiß man, dass man dann auch solche Sachen gar nicht so oft erlebt. Ne? Dass das so spezielle Momente sind und die man wirklich genießen muss, weil. Das kann vielleicht das letzte Mal gewesen sein, dass man das sowas schafft. Ne? Ja, aber so im Nachhinein betrachtet, warst du einfach, ja, warst froh, glücklich, als junger Spieler dabei zu sein. Ne? Einfach so Teil der Mannschaft zu sein, da im Zentralstadion das Ding hoch zu hieven und dann danach zu feiern und gerade mit auch den älteren Spielern, die man vorher irgendwo vor 5, 6 Jahren irgendwo im Fernsehen gesehen hat, ne? Und denen zugejubelt hat, so ungefähr. Oder vielleicht auch noch die Bälle geholt hat oder so, keine Ahnung. Ja, das war einfach glücklich, da dabei zu sein. Ja. Also es war jetzt eigentlich die ganzen Pokalfinals, die ich dann gespielt habe, wo wir gewonnen hatten. Die sind jetzt, waren jetzt nie Spielverläufe dabei, wo du sagst, boah, also das ist ja zum Beispiel wie Stuttgart oder so, kurz vor Schluss jetzt so, und dann
Ne, die liefen dann alle, war eigentlich immer alles schon relativ weit vorher geklärt. Ja. Nee. Also gab es jetzt keinen Moment, wo ich sage, das ist jetzt war ein krasses Spiel oder so. Ne? Na, wichtig ist immer, und das ist halt wirklich so, wirklich die krassen Momente, die sich hier irgendwo einbrennen, die wird man nie vergessen. Und das sind dann die Momente, die wirklich was bedeuten. Ja. Lok Leipzig, Derby, zu Hause, gewonnen. Jetzt vor ganz kurzem Derby-Sieg. So, und das, was danach passiert ist, und dann auf den Zaun hoch, und das sind so Sachen, so die Emotionen, die da auch bei mir rauskamen, mit Tränen und so, das sind so Sachen, die man nie vergessen hat. Das ist immer so eine Sache, wenn man Geschichten oder Spiele oder je nachdem, was passiert, wenn das einen emotional berührt und so, das sind halt echt die Momente, die es halt ausmachen. Ne? Und das sind halt im Fußball nicht immer viele. Ne? Und ich bin ehrlich, viele, viele Momente habe ich dann jetzt in den letzten 3 Jahren hier erlebt, wo das so ist, weil es einfach auch so eine Mannschaft ist, so, wo du weißt, ey, wir reißen uns hier Woche für Woche den Arsch auf neben der Arbeit und opfern eigentlich so viel, eigentlich von Appel und Ei im Vergleich zu anderen Teams in der Liga. Ne? Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir machen es gerne. Aber das Spiel dann so einen erfolgreichen Fußball, klar, nicht immer jetzt, dass wir 4-0, 5-0 gewinnen, aber wir hauen immer alles rein und immer die knappen Siege und so. Und das ist halt einfach geil. Und dann trifft man sich halt mal danach und feiert das so ein bisschen zusammen. Und das ist halt das. Das sind so auch die Momente, die man in Erinnerung behält. Ja. Das war zum Beispiel auch eins, so ein Moment. So, seit langer Zeit mal mit dem AKS, Derby-Sieg 2-0. Ne? Mit Traumtor von Heinzi zum 2-0, wo alle Kopf standen, wo das alles aus allen Dämmen brach. Und danach das Feiern und das ist das, alle sind euphorisiert und einfach nur glücklich. Und das ist da einfach. Und da kriegst du, wenn du darüber erzählst, kriegst du Gänsehaut. Das ist einfach so. Und das sind so eine Momente einfach. Ja, da gab es auch welche, aber wir haben immer mit komischerweise, obwohl wir die besseren Fußballer waren, immer gegen Sachsen verloren. Aber weil sie halt gekämpft, weil sie die Kämpfer waren. Ja. Das ist ja das immer, da, was es im Endeffekt auch ausmacht. Du kannst noch so viele geile Einzelspieler haben und so, und die können alle gut kicken und so. Aber wirklich Spiele gewinnst du nur, also gerade auch wichtige Spiele, wenn du da eine geile Truppe dazu hast. Ja. Da kannst du auch vielleicht bei der einen oder anderen ein paar Abstriche machen vom fußballerischen Niveau her. Ja. Weil das sind auch alte Tugenden. Erstmal musst du halt kämpfen, beißen, kratzen, spucken. So, das andere kommt von alleine. So, bevor du das nicht, die Tugenden, die ganzen, einfach die Basics nicht machst, ja, dann wird es ganz, ganz schwer. Wenn du am Ende vom Platz runter gehst, jeder Einzelne für sich, und ich glaube, das kann auch jeder Einzelne für sich selber immer beurteilen, und man kann in den Spiegel schauen und man hat für sich das Gefühl, man hat alles rausgehauen, alles, und aber trotzdem hat es am Ende nicht gereicht, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man vom Platz geht und sagt, oh, pff, irgendwie heute war, irgendwie so, habe ich nicht so richtig. Und, ne? Aber das kann im Endeffekt jeder ganz gut für sich selber beurteilen. Ne? Und wenn man das halt macht, so wirklich dann am Ende vom Platz gehen kann und sagen kann, ich habe halt alles rausgehauen, dann, und das können fast alle von sich behaupten, dann erhöht sich halt die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Spiel gewinnst. Bestimmt ganz, ganz viele schöne Momente. Zum Beispiel kann ich mich auch noch erinnern, das war auch zum Beispiel richtig cool, mit Halle, erste Runde DFB-Pokal gegen Union Berlin. Damals zweite Liga haben wir im Zentralstadion gespielt und sind weitergekommen. Benjamin Bolze, Freistoß von rechts, Christopher Klippel, Kopfball 1-0. Und das haben wir dann bis zum Schluss wegverteidigt, aber wirklich nur verteidigt. Und das war so ein Erlebnis, dann zweite Runde DFB-Pokal, das zu schaffen, so gegen den damals Zweitligisten, ne, als Viertligist, das war schon echt cool. Ja, das war auch so ein Moment, wo ich sage, daran erinnere ich mich. Was noch? Na gut, das ist jetzt auch wieder Sachsen-Leipzig damals, DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden im Zentralstadion, vor 35.000 Zuschauern. Das war auch geil. Im Elfmeterschießen rausgeflogen, Kitter verschießt. Hab ich leider, wurde ich nicht eingewechselt, aber war im Kader, war mit dabei. Das war schon echt fett, so die ganze Atmosphäre. So, das war schon echt cool. Ja. Dann leider ausgeschieden. Ja, generell auch Dynamo Dresden, so die ersten Spiele dann da auch das erste Mal so Drittliga zu spielen. Ne? Das auch alles so mitzuerleben, so wie das dann halt auch, das war dann halt schon so ein bisschen nochmal ein Schritt mehr Profifußball, und das so die Abläufe mitzuerleben und was da dann auch also drumherum alles passiert und mit Physiotherapie und da wird dort ein bisschen und da und dort wird dir was abgenommen und so eine Geschichte, ne? Ja, und dann erstes Tor Dynamo Dresden, weiß ich noch, gegen Wolfsburg, zweite Mannschaft, noch im alten Rudolf-Harbig-Stadion, das haben sie ja damals erst angefangen zu bauen, das neue.
Kopfballtor, das war auch cool. Ja, ansonsten gibt es etliche. Keine Ahnung, wahrscheinlich könnte ich auch ein Buch schreiben, aber das war auch so eine Sache, wo ich mir heute manchmal so einen Arsch beiße. Eigentlich hättest du dir alles aufschreiben müssen. Eigentlich hättest du dir alles, was so passiert ist, aufschreiben müssen. Auch so Anekdoten, so ein dummer Spruch oder von irgendjemandem, so eine Geschichte, ne? Hättest du dir alles aufschreiben müssen. Ja. Weil viele Sachen vergisst man einfach so im Laufe der Zeit. Ne? Das war damals Andreas Petersen bei Halberstadt. Da hatten wir gerade, war ich noch Sechser, dann hatten wir aber verletzungsbedingt und gelbsperrenbedingt hinten keine Spieler mehr. Und da hat er mich da dahin mal hingestellt und habe es halt ganz gut gemacht. Und seitdem habe ich das immer gespielt. Ja. Ja, aber ich war auch, wo ich sechs gespielt habe, habe ich gerne mal lange Diagonalball gespielt und so. Weil das war für mich immer so, da habe ich immer noch so Lothar Matthäus im Kopf so. Darauf habe ich immer geachtet, wenn er die Dinger dann halt so über 60 Meter punktgenau dann in den Fuß gelegt hat für einen Stürmer. Und das sind ja auch eigentlich so die einfachsten Pässe. Ne? Einfach über alle drüber zum Stürmer, papp, Tor. Es klappt, Wenn es Tor einfach. klappt. Nein, aber klar bin ich an sich. Ich durchs Alter dann halt immer weiter zurückgerutscht. War früher halt Offensivspieler. Ne? Bin schon, würde ich von mir behaupten, ein kreativer Spieler. Ich bin jemand, der gerne Fußball spielt. Ne? Und klar, dann Rechtsverteidiger kannst du jetzt nicht so ins Spielgeschehen kreativ einen Eingriff nehmen, wie es vielleicht in der zentralen Position oder auf Innenverteidiger oder auf 10 oder so. Aber du kannst dort halt trotzdem auch schon viel der Mannschaft geben. Ne? Mit einem guten Spielverständnis, vielleicht mal mit einem Ball auf 10 so oder hinter die Kette und ja auch generell mit Flanken. Ne? Also am meisten geprägt hat mich tatsächlich Wolfgang Frank, das war der erste Trainer bei Sachsen Leipzig damals, der mittlerweile schon längere Zeit nicht mehr hier ist. Weil das war ganz, 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 ganz feiner Mensch. Und wirklich ein Fußballfachmann vom Allerfeinsten. Und der aber auch gerade mit jungen Spielern konnte und denen das auch vermitteln konnte. Und der auch einem so gerade auch viel taktisch beigebracht hat. Gerade der hat das 4-4-2 perfektioniert, Gegenball, Mittenball. Aber auch Passspiel, Dribblings, Torschuss. Also das ganze Potpourri eigentlich. Und von dem habe ich dann auch viel, viel mitgenommen. Ja. Und natürlich Andreas Petersen, reinweg so als Mensch, ne? Einfach mit seiner Art und Weise. Er ist halt auch jemand, wenn er weiß, okay, der Junge arbeitet für mich so, der geht für mich durch dick und dünn oder geht durchs Feuer, ja, dann gehe ich für den auch durchs Feuer. Ja. Ja, viele Trainer, viele Trainer, viele Trainer. Da hat jeder so jeder hat seine Eigenheiten und seine Macken und so, der eine mehr, der andere weniger. Ja, und da gab es auch viele, zum Beispiel auch Gerd Schädlich, den habe ich mittlerweile nicht mehr hier. War schon noch relativ jung, den habe ich damals eigentlich manchmal echt nicht verstanden, so, ne? Ja, habe ich echt nicht verstanden. Und so, aber jetzt, so rückwirkend betrachtet, ey, der hatte einfach auch mit vielen Sachen recht. Ne? Echt, das ist wirklich so. Aber wenn man jung ist, dann denkt man manchmal, was will er denn jetzt von mir? Und so eine Geschichte. Ne? Aber im Endeffekt, das kriegt man auch mit, wenn man älter wird und dann vielleicht auch so sich Gedanken darüber macht, ey, wie geht's weiter? Man könnte sich auch vielleicht Trainer vorstellen und so, und dann auch schon als Spieler vielleicht so ein bisschen wie ein Trainer denkt. Ne? Dann bekommt man erstmal mit, dass Trainer eigentlich, so sollte es sein, eigentlich immer nur jeden Spieler einfach nach vorne bringen wollen. Ne? Und da sieht halt ein Trainer bei dem einen manchmal, da muss er die Spitze, vielleicht kann er den so ein bisschen locken, den anderen so. Ja, aber wenn man jung ist, dann versteht man halt manchmal viele Sachen auch falsch. Ne? Ja. Und so im Nachwirkung betrachtet, habe ich auch zum Beispiel von Eduard Geier viel gelernt. So, gerade so zu arbeiten, dass das wirklich an erster Stelle steht, vor allem anderen einfach erstmal wirklich zu arbeiten, ne? Zu kämpfen. Ja, und da hat so jeder, das ist immer so, man nimmt sich dann halt so von jedem so das mit, so im Nachhinein, okay, was einen dann auch selber vielleicht so weiterbringt oder was man dann im Nachhinein betrachtet auch genauso sieht, ne, durch die Reife. Und die Sachen, die jetzt eben jetzt nicht so interessieren oder die man jetzt anders machen würde, die trinkt man dann halt einfach beiseite. Ist aber auch nicht schlimm. Boah, das weiß ich nicht, weil ich selber noch nie so richtig erlebt habe. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist, weil das ist ja im Endeffekt eine Gruppe von Menschen, sage ich jetzt mal, die eigentlich
also in der Kabine ist und das ist halt ein Team, so, was ja eigentlich, wie soll ich das beschreiben? Das ist wie in der Politik wahrscheinlich, ne? So das Volk, so, wenn da halt aber einer da vorne ist, was halt nur Mist macht oder keine Ahnung oder Entscheidungen trifft, die das Volk halt nicht versteht, ne? Oder wo sich das Volk einfach missverstanden fühlt oder benachteiligt oder was auch immer, ne? Dann kann es halt schon mal passieren, dass dann das Volk sagt, nee, wir wollen jemand anderes. Ne? So kann ich das vergleichen. Aber erlebt habe ich das noch nicht. Ne? Deswegen kann ich dazu jetzt in dem Sinne auch nicht so viel sagen. Aber klar, vorstellen kann man sich das schon. Ja, ich glaube schon, das kommt dann immer so aufs Verhältnis drauf an. Ne? Okay, was hat man ein Verhältnis zum Trainer? Kann man mit dem auch so offen darüber reden? Das ist ja auch immer so eine Sache. Also Kritik ist halt immer eine Sache, wenn man jemanden kritisiert, obwohl man es eigentlich halt für die Sache gut meint, ne? Um einfach das Bestmögliche rauszuholen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man Kritik übt, um das ganze Konstrukt einfach auch die, ja, einfach ein Stück weit alles, wie soll ich sagen, zu verbessern. So für die Zukunft einfach so diese Fehler abzustellen und da muss man auch jemanden kritisieren, ganz normal. Ne? Sonst, so, wenn es keiner anspricht, ja, und da kommt es, glaube ich, drauf an, wie einfach so das Verhältnis ist und das merkt man ja dann auch so über eine Zeit, wie ist das Verhältnis, wie kann man dann mit jemandem sprechen und ist das jetzt angebracht, wie versteht er das, wie nimmt das auf und ja, oder ist beleidigt oder keine Ahnung. Ja. Aber an sich sollte man das schon machen, weil das ist, habe ich auch gelernt, Kommunikation ist einfach alles. Weil durch fehlende Kommunikation entstehen so viele Missverständnisse und das baut sich dann auf und endet dann sonst wo. Und ja, wenn man vielleicht vorher einfach mal darüber geredet hätte. Das sind halt so Sachen, die man sich dann halt selber so vornimmt, gewisse Sachen anders zu machen, als man selber vielleicht erlebt hat oder besser zu machen. Aber man hat es aber selber noch nicht erlebt, wie man es dann macht. Ne? Das ist immer so eine Frage, weil das ist, glaube mir, auch Trainerjob, das ist so ganz, ganz schwierig. Auch dann, du musst vielen vor den Kopf stoßen und so, den sagen, ey, du spielst nicht, bist nicht dabei und so. Das ist auch echt schwer, glaube ich. Und da immer auch so das richtige Maß zu finden, ey, wie redest du mit jemandem, das ist schwer, aber ich bin trotzdem immer der Meinung, mal einfach reden über so eine Geschichte. Einfach miteinander reden. Reden, reden, reden. Das Chemie Leipzig bedeutet für mich ein Stück weit zu Hause, ja, weil es fühlt sich einfach immer wie ein Zuhause an, wenn man dann halt wirklich nach der Arbeit zum Training fährt und da die Straße reinfährt, am Kunstsportpark, das Stadion sieht, genau, und sich dann darauf freut, so, weißt du, der Tag war im Endeffekt scheiße oder so, keine Ahnung, hat ein bisschen Stress auf Arbeit und kommt dann auch zum Training und sieht das Stadion und so. Ja, ein Stück weit zu Hause, viele, viele coole Menschen kennengelernt, geile Charaktere, familiär, die Stimmung. Die Fans, Unterstützung pur, bis zum, auch wenn es mal nicht so lief, einfach so dieser Zusammenhalt. Ja? So, und alle wollen einfach, oder allen geht es um Chemie Leipzig. Ja? So, egal wie es läuft, aber alle kommen wegen dem Verein dahin und weil die ganze Struktur oder die Menschen, die halt in dem Verein sind, ob es jetzt Angestellte, Funktionäre, Ehrenamtliche Mitglieder oder die Fans, alle, die halt irgendwas damit zu tun haben und zum Beispiel am Wochenende ins Stadion gehen, die sind halt trotzdem alle irgendwie so gleichgesinnt, ne? Und so coole Menschen und das ist so eine Dynamik und ich glaube, deswegen funktioniert das auch einfach so gut. Ne? Für alle geht es ums Große und ums Ganze. Ne? Und das ist das, was auch den Verein einfach ausmacht und ja, das ist einfach, das kann man, das ist einfach unbeschreiblich, das ist, ja, das kann man. Könnte man wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, so viele, sagen wir, Metaphern oder gibt es wahrscheinlich gar nicht, die man da benutzen kann. Es ist einfach nur, mich macht es halt brutal stolz, wirklich nochmal die letzten 3 Jahre das grün-weiße Trikot getragen zu haben. Und dass mein Weg jetzt, 18 Jahre leistungsorientierter Fußball, hier enden darf, das macht mich stolz, glücklich und auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig.